das Finale von Fire Emblem Echoes. Unsere Einheiten stehen hier und sind schon ziemlich angeschwächt, denn wir haben eine Menge geschafft bereits. Es sind eigentlich alle wichtigen Einheiten soweit ausgeschaltet. Es steht nur noch Duma uns im Weg. Das finale Ziel, und das werden wir heute natürlich ausschalten. Jetzt aber erstmal hauen wir hier eine Stärkung heraus. Sieh mal eine an, ja, das sieht doch großartig aus. Endlich geht es allen wieder prima und damit kann man auch wirklich in die Schlacht nochmal ziehen gegen Duma alleine. Mal sehen, das wird, glaube ich, ziemlich spannend. Oh weh. Fast jeder sollte es eigentlich verkraften, wenn er von Duma angegriffen wird. Dennoch lasse ich Bowie hier mal weg. Pfeifen mit einem Trostschuss wäre natürlich auch eine feine Sache, um auf Distanz Schaden zu machen. Aber jetzt gehen wir erstmal mit Gray zum Beispiel mit an die Front, würde ich sagen. Das klappt auf jeden Fall. Ace stellen wir auch noch gleich mit dazu. Die verkraftet das genauso gut. Und dann sehen wir mal, was wir als nächstes machen. Ich will jetzt nicht zu viele Illusionen beschwören. Der wird erstmal eh gut beschäftigt sein. Python bleibt weiter hinten. Genau, das ist okay. Von hier aus mit Trance-Schuss. Der erste, der ihn jetzt Schaden machen wird. Sozusagen. Sehr schön. 18. Das war nicht besonders viel anscheinend, wenn man sich den Lebensbalken ansieht. Daran kann man sich das wohl ableiten. Puh, tough, aber okay. Also erstmal dich heilen. So, als nächstes seid ihr dran. Oh je, Cliff ist echt angeschwächt. Und sie auch, meine Güte. Okay, du kannst Deltea heilen, das ist auch mal ganz schön. Ja, das erste Mal okay, machen wir das. Puh, geht's ja auch wieder klasse. Dann sehen wir doch mal. Ach, Duma heilt sich auch ein bisschen. Er geht auf die Illusion. Perfekt, die Ablenkung klappt auch. Na, die greifen alle auch gar noch nicht aktiv an. Okay, ich denke, wir haben genug Leute versammelt. Das sollte kein Problem sein. Ein Magiering könnte ich eventuell gebrauchen. Lässt sich da was organisieren? Wow, der haut zu sehr rein. Nicht mal mit Feuer auch. Mann, ey. Du hältst zu wenig aus. Das ist echt ärgerlich. Aber gut, wir können uns jetzt ein bisschen verteilen. Keine Crit-Chance vom Gegner, schon mal exzellent. Na dann, hau drauf. Oh, perfekt. So, ich würde mal sagen, das war ordentlich, oder? 60. Oh ja. Sieht aus, als hätten wir fast die Hälfte schon geschafft sogar. So, Romphaia als nächstes. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus. 39 Crit hier. Ja, keine Crit-Chance vom Gegner. Ha, wow. Aber er ist ganz schön robust gebaut, das muss man ihm lassen. Er hält doch so einiges aus. So. Ah, von hier aus kriegst du nichts ab, das ist schön. Ich würde aber eher zum Schließen greifen, dass auch wirklich jeder weitere Angriff sitzt. Tobin. Das mal, mögen nur zwei Schadenspunkte sein, aber... Ach so, Quatsch, der Effekt nutzt ja nichts. Ich hält. Mensch. Von hier aus kann ich mit Feuer zum Beispiel draufhauen, das würde uns töten. Seraphim auch. Feuer ist das Einzige, was geht. 0% Crit ist also okay alles. Aber wir critten. Daneben. Oh, kein Schaden, okay. Ach, jetzt hat er Oculus. Es hat gewechselt. Ja, mit schwächt Gegnerangriffe, das bedeutet, wir müssen jetzt wohl mit allem nach vorne. So, für totale Sicherheit stellen wir da auch noch Celica daneben. So, Faye, Celica, Claire. Besser könnte der Support nicht sein. Das ist absolut brutal. Und Gray steht auch in der Nähe. Sogar die natürlichen Supports noch.
134 mal 2 und 52% Crit Chance. Aber es taugt noch nicht ganz, interessanterweise. Wir können... ich kann Feuer erstmal draufhauen. Das sollte erstmal ganz gut sein zum Anschwächen nochmal. Wurde annulliert, Mensch. Sowas Doofes aber auch. Weil von ihm wird es nicht reichen. Das ist ziemlich doof. Außer wir critten, dann würde es reichen. 41 ist halt echt doof als Wert. Ja, dann hauen wir mal drauf, wenn sonst niemand Schaden mehr machen kann. Ist zwar ärgerlich, aber was soll's. You'd better do something about those wounds. Ach, warte mal. Das ist doch überhaupt kein Problem. Genau dafür haben wir doch erneut. Das kommt mir gerade erst so, ne? Ich denke mir so, natürlich, das ist es doch. Ja, das ist es, Leute. Exzellent. Looks like you've got this under control. So, aber Olm. Gut gestärkt sollst du sein. Dann regeln wir das. Streck mir Duma endgültig nieder. Los geht's. It's over, Duma. Arkut, Fernand, Miller, even my father. They and countless others lost to us, tainted by your precious power. But that chain of tragedies ends here. My heart is full of thanks for all you've given man, O divine Duma. Without yours and Mila's bounty, Valentia could never have existed. They would never have been born into this world, never tasted joy and sorrow. So please, do not suffer any longer. Let all of our pain end here. Allow your great and weary soul the rest it deserves. Alle haben zusammengearbeitet. Oh mein Gott! Cool! Ein extra Finishing-Move für Duma. Wie im Gaiden-Original auch. Das war die erste richtige Custom-Animation, nämlich sogar. Cool. Natürlich mussten sie die auch nochmal neu auflegen. Wunderbar. Das ist schön. Das war's also, ha? Huh? Das war's mit Duma. Ein ziemlich cooler Boss auf jeden Fall. So be it, Arm. I leave Valentia's future to you. Her hero. Take from us what lessons you will, and shape her into a land to remember. Make her strong like Duma, and fill her with Mila's love. Mistakes be warnings of where not to tread as you lead her forth. Now we shall sleep, and never shall you disturb our slumber. Avis Team 402, Valentische Zeit. Ha, Leute, es ist geschafft. Sind wir jetzt in Schloss Sophia, ha? Cool. So this is where you were. Huh? Oh, hey, Celica. You aren't going to be late to your own coronation, are you? No, of course not. I'm just still wrapping my head around sitting on your father's throne. None of it feels real. It isn't my father's throne. This isn't Sophia any longer, Ulm. It's the one kingdom of Valentia. And you are going to be its first ruler. Celica. Please, don't misunderstand. I don't bear him any grudge. Not now. I just think he was a very sad man. Perhaps if I'd been there with him, I might have helped him change.
If I have any regrets, it's that. I know what you mean. Neither of us got the chance to stand by our fathers. If we'd been given the opportunity to learn more about each other, maybe things would have turned out differently for us. Perhaps it was the same for Mila and Duma. I wonder. They've been fighting for centuries, right? Seems like a lost cause to me. That's a terrible thing to say. Sorry. I didn't mean any disrespect. But they're at peace now, you know? Asleep. Together. Yes. They'll look down over this new Valentia forever from their mountaintop graves. And the trees. Do you know of them, Om? They say that where divine dragons sleep, sacred trees take root and grow. Wow. Must be some trees. In time, yes. They grow for hundreds, even thousands of years. Who can say what Valentia will look like once they've matured? Will man's endeavors continue without the grace and strength of the gods? They won't continue on their own. We have to make it happen. We'll forge a land where we can do just that. All of us. Together. That sounds lovely, Om. And you're right. I know we can do it. We can. And we will. I think Mila and Duma gave us one last gift. The strength to trust in our own abilities. Anyway, it's time. Let's go, Celica. Gladly. And so the long war drew to a close. After countless sacrifices, at last, a new peace dawned in Valentia. Was it inexorable fate that saw this conflict erupt? No man or woman alive can say. Only one truth is clear. War will come again when man grows proud and slothful once more, and its flames will devour one and all. Raging until the very earth itself lies scorched and bare of life. For whatever madness lay in the hearts of gods, a darkness deeper still beats wild in the hearts of man. Das ist aber ein düsterer Ausklang von der Wortwahl her, meine Güte. Da werden noch mal unsere Züge und so gezählt. Okay, alles klar. Ich glaube, das Einzige, was etwas krass rausstechen sollte, ist das mit Dosei, oder? Wegen einem Drakoschild. Ansonsten, denke ich, dürfte es ganz ordentlich sein. Ach, wunderbar. Das war es also. Na, so war es aber auch. Tja, als allererstes muss man natürlich sagen, was für ein fantastisches Remake vor allem, ne? Das ist schon mal das Wichtigste. Also, gerade wenn man es jetzt vergleicht mit Shadow Dragon so. Das ist ein Qualitätsunterschied, Leute. Das ist ein riesiger Qualitätsunterschied nochmal. Und es bleibt im Original in vielerlei Hinsicht auch sehr treu, was schon erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass das Original nun mal auf dem NES damals war. Verrückt, oder? Dass sie doch so viel beibehalten haben und so. Aber auch gute, kreative, neue Ideen. Das finde ich alles sehr schön. Das Schmiedesystem und so ist zum Beispiel wunderbar gelöst. Und diese Eigenheit mit dem Bogen und so, klar, das war halt alles in Gaiden so, aber ich mag's, wie es hier umgesetzt wurde, dennoch. Ich finde, Bogenritter sind jetzt nicht zu OP oder so. Absolut nicht, das meinen ja immer viele. Aber nö, die haben natürlich ihren tollen Range und so, aber man kann sich auch ordentlich dagegen schützen. So muss das auch sein. Ach ja, Leute, Wahnsinn. Aber ein wirklich, wirklich schönes Spiel, muss man sagen. Storytechnisch auch haben sie wirklich viel, glaube ich, rausgeholt. Die haben wirklich viel umgeschrieben und so, auch was einfach Sinn ergibt.
gute Antagonisten hinzugefügt, ne? Berghut. Oh mein Gott, war Berghut gut. Wahnsinn. Also der war wirklich ein wahnsinniger Antagonist einfach. Wo es einen schon teilweise eiskalt den Rücken runterlief. Und auch sehr überzeugend. Der Voice Actor nach wie vor ein Tip-Top-Favorit auf jeden Fall. Muss ich mal sehen, was der sonst noch alles gemacht hat. Einfach nur toll. Aber die Charaktere und so auch. Man hat halt immer ein paar Details erfahren und so. Alles ganz nett gemacht. Es war nicht so dieser Smalltalk wie bei Fates und so. Nicht so krass auf Humor ausgelegt, sondern mehr realitätsnah, überzeugend. Gut, auf jeden Fall. Gefällt mir so. Aber vielleicht trotzdem generell etwas zu wenig fast schon wieder, weiß nicht. Ich denke, die Mischung macht's, was das betrifft, immer. Das hier ist halt ein Spiel, was halt gerade für Veteranen tipptopp ist. Also Leute, die wirklich lange Fire Emblem spielen. Für die muss das Spiel auch ein wahrer Segen sein. Also so ist es zumindest für mich. Die halt viel mit diesen Smalltalk-Elementen und so aus Fates nicht so viel anfangen konnten. Und lieber klassische Strategie hier wollen. Mit einem ernsten Plot. Ohne großartige, ja, Plotholes und so auch. Bei Fates hatte ich immer den Eindruck, man hat sich etwas übernommen. Und hier klingt alles eigentlich plausibel und so. Zelika ist natürlich trotzdem unglaublich naiv. Es ist furchtbar. Aber okay. Oh nee, jetzt kommt Gesang. Da darf ich nichts mehr sagen, Leute. Bis gleich. Okay, jetzt kommen anscheinend Charakterbeschreibungen. Das werde ich natürlich schon vornehmen. Nach dem Krieg zog Randall in ein fernes Land. Von ihm wurde nie wieder etwas vernommen, aber manche sagen, er habe sich einen Namen als Söldner gemacht. Ups. Da war ich jetzt etwas zu langsam, aber gut, das sind die DLC-Charaktere. Das war vielleicht doch nicht schlecht, dass ich die DLCs gleich gemacht habe. Hier zumindest die Cypher-DLCs, dass man das sieht. Kriegen vielleicht viele gar nicht zu Gesicht. Von daher gut so. Nach dem Krieg zog Emma von Valentia aus in ein neues Land. Ihr Schicksal ist nicht überliefert, doch es heißt, sie flog als Ritterin nicht nur Pegasi, sondern auch Falken und Würen. Und das stets mit einem freundlichen Lächeln auf dem Gesicht. Schade, dass hier der Gesang bei dem Element kommt, das war bei Radiant Dawn anders. Aber Leute, ihr könnt das Spiel selbst spielen oder euch den Track auch anhören natürlich. Ist sicherlich irgendwo in der YouTube-Playlist. Aber das hier muss man mitnehmen. Das ist wichtig, was mit den Charakteren passiert. Yuzo verließ Valentia nach dem Krieg und ihr Weg verliert sich im Dunkeln. Im Lauf ihrer Militärkarriere soll sie verschiedenste Klassen gemeistert und ihr Geschick tagsüber und auch bei Nacht auf dem Schlachtfeld geschult haben. Das ist etwas schwer zu lesen, so nebenbei. Der Hintergrund ist etwas zu unruhig, aber egal. Kritik auf hohem Niveau. Als Kanzler des vereinten Valentia und weiser Berater von König Alm den Ersten machte sich der große Sir Meissen den Wiederaufbau des Reichs zur Lebensaufgabe. Trotz seines neuen Amtes liebte ihn Königin und König weiterhin wie den eigenen Großvater. Ach, Meissen. Was, Shade hatte einen Kampf, oh mein Gott. Das war bestimmt, wo ich irgendwo angegriffen wurde von Drachen oder so, da wette ich was. Nach dem Krieg verließ Shade Valentia mit unbekanntem Ziel. Ihre Geschichte verliert sich im Dunkel, aber es heißt, sie meisterte viele Art Zauber und gab ihr reiches Wissen als strenge, aber gütige Lehrerin an neue Generationen weiter. Oh, ich freue mich übrigens schon. Jetzt ist es dann soweit. Jetzt kann ich die DLC-Charaktere dann auch nutzen und so. Ich habe ja gesagt, ich will mir hier jetzt normal bis Akt 5 und so, also bis das Finale geschafft ist, will ich keinen Nutzen draus ziehen. Jetzt ist das aber geschafft und dementsprechend können wir die entsprechend einsetzen, auch in Zukunft. Bis zur Vereinigung der ergebenen Dumas und der Streiter Milas war es ein langer Weg. Federführend war unter anderem Noma, der zum Hohepriester dieser neuen Allianz wurde, obwohl es sich nur 10.000 Gläubige widmete. Verdammt, meine Güte. Blende das nicht so schnell aus. Ach, Tatjana. Eine fantastische Heilerin. Mein Gott, war Stärkung wichtig. Ich glaube, auf sie wird kaum jemand verzichten im Finale.
Tatjana hoffte inständig, dass Ezekiels Erinnerung auf ewig versiegelt bleiben sollte und die beiden verbrachten tatsächlich ein recht glückliches Leben. Auch wenn Sieg gelegentlich auf Reisen ging, kehrte er doch stets zu seiner geliebten Tatjana zurück. Auch wieder die Anspielung auf Fire Emblem 12, schön, gefällt mir. Lufia. Oh je, nicht jeder kann ein Zaubergenie sein. Und Lufia nahm es eben nicht mit Gelassenheit. Oh mein Gott, ein Fehler. Seine Reise führte ihn weit übers Meer, wobei unklar ist, was er dort trieb. Man hörte nur ab und an von Raufbolden, die einen Huhn mit einem gewissen exzentrischen Magier zu rupfen hätten. Na sowas aber auch. Und Conrad, Zellikas Bruder. Aber auch ganz nett auf jeden Fall. Wenigstens wurden die glücklich wieder vereint. Das mit Berkutus ja nichts geworden bei allem. Federkiel statt Lanze. Conrad trat nach dem Krieg einen langjährigen Dienst als Staatsbeamter an. Nach Meißens Amtszeit wurde er Kanzler und führte Valentia zu neuem Reichtum. Er hatte unzählige Verehrerinnen, blieb jedoch sein Leben lang Junggeselle. Ach du meine Güte, Conrad. Vielleicht ist er ein bisschen zu kindisch mit seiner Maske. Das wird es wahrscheinlich sein, oder? Ob er es immer noch cool fand, die weiterhin zu tragen? Ich weiß es nicht. Die Flammen des Krieges hatten wie durch ein Wunder Licht in Siegs vermeintlich auf ewig verdunkelte Erinnerungen geworfen. Doch seine Liebe für Tatjana war so stark, dass er sein Leben lang kein Wort darüber verlor und ihr ewig treu und nah blieb. Und so ist es auch. Auch wenn er nach Arcanea mal zurückkehren wird, in einigen Jahren, so wird er doch wieder zurückkehren, wie man weiß. Jenny, übrigens einer meiner Lieblingscharaktere, ich weiß nicht, ich finde Jenny einfach super knuffig. Jenny ist cool. Immer am Buch schreiben wollen und so, irgendwie ganz witzig, ein bisschen zurückhaltend und so, aber irgendwie einfach sehr nett. Jenny heiratete einen Mann, wie ihn niemand erwartet hätte. Wen das weiß keiner sogar noch. Verdammt nochmal. Darf ich so viel dazwischen reden? Das ist furchtbar, ne? Valvar kam später überhaupt nicht mehr zum Einsatz. Wahnsinn, das sind alles die Kämpfe so am Anfang, wo er noch viel einfach dazwischen gestellt wird. Olms Wunsch war es, dass der Valvar zum Beitritt in den Ritterorden des Vereinigten war es, der Valvar zum Beitritt in den Ritterorden des Vereinigten Valentia bewegte. Hier gab er sein Wissen an viele junge Ritter weiter. Nicht viele im Reich wurden, ob ihrer freien und ehrlichen Natur, ihr Leben lang so geliebt und verehrt wie Valvar. Leon. Eigentlich ja ganz netter Typ, aber ich glaube, er hat mit die schlechtesten Stats von allen Einheiten, die ich so hatte, leider. Etwas traurig, weil ich ihn eigentlich auch irgendwie ganz gut leiden kann. Nach seiner herzlichen Aufnahme in den Ritterorden des Vereinten Valentia fochte Leon an Valvars Seite, bis eine Verletzung seiner Laufbahn ein Ende setzte. Ein Glück, dass er sich auch in seinem zweiten Leben als Händler im Stadtzentrum sehr wohl fühlte. Als Händler im Stadtzentrum, okay. Silke. Der Krieg hatte viel Leid gebracht und so zog Silke durch Rigel, um jenen zu helfen, die Hilfe brauchten. Wenige wissen, welchen Weg sie dabei genau einschlug. Doch heute noch kennt jeder die Geschichten über die Leben, die sie rettete. Mhm. Und Sonja. Der auch ein trauriges Schicksal natürlich. Aber nicht so traurig wie das ihrer Schwestern, selbstverständlich. Sonja suchte im ganzen Land nach einem Weg, um Hexen von ihren furchtbaren Los zu befreien. Ihre Spur verläuft sich im Sande. Manche sagen, es habe später eine neue Hexe Einzug in Neubarbas Heim auf den Berg des Grauens gehalten. Naja, Hexe ist dann so fragwürdig. Echte Hexe oder nicht? Anscheinend hat sie nach einem Heilmittel gesucht, das auf jeden Fall ein schönes Ziel ist. Ach, Atlas. Nach seiner Rückkehr in die Berge, wo seine Brüder auf ihn warteten, lebte Atlas forthin als Holzfäller, wobei Räuber und Banditen auch weiter von ihm schlottern mussten. Auch als einfacher Bürger war er stets zur Stelle, wenn die Königin tatkräftige Hilfe benötigte. Mhm. Und Bowie hat uns nochmal ins Finale begleitet, wenn auch nur hauptsächlich als Heiler, aber es hat sich schon gelohnt. Nach der Rückkehr ins Kloster auf Novus verlebten Bowie und May eine Verlobungszeit, die sich gewaschen hatte. Auch eine Hochzeit und viele Kinder später vertrugen sich die beiden kein Deut besser. Doch so seltsam es auch klingen mag, Bowie war im siebten Himmel. Es ist echt witzig, aber die beiden hatten super Interaktionen. Sehr schöne Charaktere irgendwie auch.
Man musste sehr oft schmunzeln auf Selekas Route. Zusammen mit Chassie errichtete selber ein Königreich von und für Söldner. Echt, den Plan haben sie umgesetzt, meine Güte. Und als ein solcher sollte er sich noch viele Jahre verdingen und das vereinte Valentia ein ums andere Mal vor Unbill bewahren. Seine bezaubernde Gattin wich dabei nie von selber Seite. Oh, wer ist denn die bezaubernde Gattin von selber? Mathilda. Jawohl, auch eine durchweg gute Einheit. Vom Kürass ins Brautkleid. Mathilda heiratete Clive und trat danach fast nur noch zivil in die Öffentlichkeit. Ihr Wissen nutzte sie lieber, um ihren Gemahl im Hintergrund zu beraten. Doch Mathildas Ruhm als Ritterin sollte in Valentia auf alle Ewigkeit besungen werden. Ja, die ist echt nochmal auch richtig stark geworden, zu Ende hin. Auch mit Gradivus natürlich eine Wucht dann entsprechend. Lukas. Lukas diente als Ritter im Orden des vereinten Valentia und gründete im Alter eine Akademie, an der er zahllose Schüler lehrte. Seine Ruhe und Brillanz verzauberten zahllose Herzen und sein Lebtag lang sollte es Lukas nie wieder an Freundschaft und Wärme fehlen. Catria. Die etwas kältere der drei, die mittlere Schwester. Nach Es heldenhafter Rettung hielt Catria einen triumphalen Einzug in ihre Heimat. Catrias Ruhmestaten sollten noch viele Seiten der Geschichtsbücher Akaneas zieren. Und so ist es auch. Denn das war leider nicht ihr letzter Einsatz. Hier in Valentia. Nach Es heldenhafter Rettung hielt Palla einen triumphalen Einzug in ihre Heimat. Pallas Ruhmestaten sollten noch viele Seiten der Geschichtsbücher Akaneas zieren. Hier ist das hier alles gleich bei den Geschwistern. Est. Nach dem glücklichen Wiedersehen mit ihren Schwestern feierte Est einen triumphalen Rückzug in ihre Heimat. Ihre Ruhmestaten sollen noch viele Seiten der Geschichtsbücher Akaneas zieren. Ja, alles gleich. Gray. Als Ritter im Orden des vereinten Valentias gab Gray alles, um das Land wieder erblühen zu lassen. Mit eben solchen Eifer versuchte er Claires Herz zu gewinnen und konnte seinen Rivalen Tobin zuletzt übertrumpfen. Lieber ein großes Herz als ein schönes Gesicht. Okay, ja. Chassie gründete in Greaves einzigem Revier ein Königreich für Söldner und stellte sich dazu auch als fähiger Herrscher heraus. Zusammen mit Olm endete Chassie so manch dreuenden Konflikt und noch heute gilt der Stahl inmitten der Dünen als Volksheld. Und Clive, so jemand, der richtig sein Selbstbewusstsein, finde ich, auch wiedererlangt hat, so im Laufe des Spiels, so kommt es mir zumindest vor. Clive wurde erster Hauptmann der Ritter des vereinten Valentia. Seine Stärke und Güte brachten ihm Bewunderung vom Volk und Adel ein und seine weise Führung ließ den Ritterorden gedeihen. Dank seiner bezaubernden Gattin waren sogar Neider nicht rar. Deltea. Hoffentlich ein bisschen, nicht mehr so selbst eingenommen. Nach dem Kriege vergaß Deltea die Zauberei. Sie wollte lieber als gewöhnliches Mädchen das Leben genießen. Zu Hofe fand sie den perfekten Mann, doch kehrte sie auch oft ins Dorf zurück, wo sie ihre Freunde und Geschichten von ihrem Bruder zum Lachen brachte. Oh nein, der arme Bruder. Forsyth. Der Hochmotivierte, ha? Forsyth trat dem Ritterorden des vereinten Valentia bei und half, dem Land wieder Ordnung zu schenken. Mit der Zeit gelangte Forsyth zu ungeahnter Reife und bald diente er Clive viele Jahre als weise und besonnene rechte Hand. Kann man sich gut vorstellen. Kamui. Chassies Einfall faszinierte Kamui und so half er ihm bei der Gründung eines Königreichs für Söldner.
Er lebte dort eine Zeit lang glücklich und zufrieden. Doch eines Tages gewann das Fernweh die Oberhand. Er begab sich auf einen Spaziergang und ward nie mehr gesehen. Mann, seine Heimat, wer weiß, wo die wohl ist, oder? Akanea scheint es ja nicht zu sein, das deutet ja schon darauf hin, dass es da draußen noch mehr gibt. Auch eine spannende Überlegung. Wenn doch alles zusammenspielt, ha? Wer weiß, wer weiß. Faye vergaß Alm nie. Sie kehrte nach Ram zurück, wo sie einen Verehrer heiratete. Dass seine Frau oft Sehnsucht nach dem König verspürte, störte ihn wenig. Fays häufiges tagelanges Verschwinden machte ihrer neuen Familie jedoch sehr zu schaffen. Oh nein, das klingt wieder so Stalker-mäßig. Ich kann mir schon vorstellen, wie Faye dann irgendwo so am königlichen Schlafzimmer draußen steht so und reinschaut. Hilfe, im Mondschein, oh Gott. May kehrte ins Kloster zurück und nahm dort mit Bowie wieder ihren Dienst auf. Die beiden heirateten, blieben aber Hund und Katze und mancher wunderte sich, wie sie bei allem Gezanke so viele Kinder in die Welt setzen konnten. Aber sie hätten nicht glücklicher sein können. Echt kurios, aber gut. Was sich neckt, das liebt sich, sagt man. Trifft bei denen wohl zu. Python schlug den Rang des Ritters im Orden des Vereinten Malentia aus und bezog einen ruhigen Posten auf einer Grenzwehr, die das Land gegen Räuber abschirmte. Sein guter Freund besuchte ihn oft und bei einem guten Tröpfchen wurde der Abend gerne auch mal länger. Jawohl, Cliff kam echt oft zum Einsatz. Auch ein Favorit. Wenn auch viel designtechnisch auch. Cliff ist einfach super cool. Nach dem Krieg sagte Cliff seinen Freunden Lebewohl. Als Jahrzehnte später ein Bursche am Hof erschien, um den König zu dienen, stellte dieser sich als Cliffs Sohn vor. Er soll ein enormes Talent für die Zauberkunst besessen haben. Cool, klingt super. Macht ein Spiel draus. Wie auch immer. Tauben. Als einer der pflichtgetreuesten Ritter im Orden des Vereinten Valentia diente Tobin sein Leben lang seinem Freund und König Olm. Jener erwiderte Tobins Treue mit einem Adelstitel, einem eigenen Schloss und grenzenlosem Vertrauen. Ho, cool. Hat's Tobin auf jeden Fall weit gebracht. Claire, mit dem Schmetterling da, nett. Als Ritterin des Vereinten Valentia half Claire beim Aufbau des Landes. Der beharrliche Grey konnte ihr Herz erobern und Claire wurde seine Gemahlin und Mutter seiner Kinder. Sie war und blieb dabei ein Luftikus und flog am liebsten auf ihrem Pegasus durch den Himmel. Schön. Ah, Zelika. Jawohl. Ihre Heirat mit Aul machte Zelika zur ersten Königin des Vereinten Valentia. Sie stand König Olm mit ihrer Weisheit und Güte zur Seite. Das Volk sah sie als Wiedergeburt Milas und verehrte Zelika für ihre unablässigen Mühen, den Frieden im jungen Reiche zu stärken. Und Olm. Boah. So viele Kämpfe auch. Als erster König des Vereinten Valentia ließ Olm der Erste den Kontinent zu neuer Pracht erstehen. Noch Generationen später verehrte das Volk ihn als Olm den Erhabenen, der das Joch der Götter zerschmettert und eine Jahrtausendwende währende Dynastie begründet hatte. Tja, das war es dann wohl, ha? Huh? Aber schön, was mit den Charakteren alles passiert ist. Immer wieder toll. Das freut einen, das zu lesen. Ja, was haben wir hier? Ende. Ah, doch. Ich glaube, ich weiß das. Das müsste doch dieser Mila-Baum sein. In Awakening kann man den ja sogar betreten. Da merkt ihr auch wieder, wie alles zusammenspielt, ne? Valm ist ja dann der Name des Reiches, was damals Valentia war. Der Kontinent hat sich über Jahrtausende praktisch verändert auch nochmal. Und so ist dann dort dieser Mila-Baum gewachsen. Auch ganz schön.
ein lebensspendender, riesiger Baum. Das passt natürlich auch wieder zu dieser Göttin. Schönes Endbild, gefällt mir. Also allgemein, na gut, ich meine, ich muss jetzt hier, glaube ich, nicht so viel noch erzählen zu dem Spiel, was ich denke. Es ist ein super Remake. Das einzige Problem, was ich persönlich mit dem Spiel habe, ist es halt viel zu leicht, finde ich. Also, es nimmt sich nicht mehr viel mit Sacred Stones, was so als leichtestes Fire Emblem-Spiel gilt. Also, es könnte wirklich sein, dass Echoes sogar leichter ist insgesamt gesehen, ich weiß auch nicht. Auf meinem anderen Spielstand, wo ich überhaupt nichts farme, also gar nichts mache in die Richtung und auch einfach durchrenne, auch keine optionalen Charaktere mitnehmen, da komme ich eigentlich auch super zurecht. Bin ich mal gespannt. Ich will nämlich noch die Medaille Blitzkrieg bekommen. Toller Name, ich weiß. Die bekommt man, wenn man das Spiel in unter 500 Zügen insgesamt abschließt. Das schließt Trainingssessions und so ein. Das heißt, man darf praktisch auch gar nicht viel trainieren und so. Und dafür habe ich ja dann praktisch einen extra Spielstand angelegt. Das werde ich auch noch machen, denn ich will alle Medaillen im Spiel sammeln. Das ist mir noch wichtig. Aber ja, ich finde, das Spiel ist wirklich etwas sehr leicht. Witzigerweise ist es ja so, dass tatsächlich eine Extremschwierigkeit existiert im Gamecode. Das ist da so drin. Das war also tatsächlich mal eingeplant. Man hat es aber irgendwie gestrichen. Nur so am Rande erwähnt, wer das nicht wusste. Spannend. Also ich hätte einen Extremschwierigkeitsgrad gut gefunden, wo du einfach das Zeitenrad nicht hast. Weil bei mir war es oft so, ich habe dann extra riskant mal gespielt und so und denk mir dann halt, ja, dann nimmst du halt das Zeitenrad, wenn es schief läuft, papalapap, passt schon, ne? Und sobald du mal null Anwendungen hast, dann spielst du halt vorsichtig, also komplett vorsichtig. Das ist so das Effiziente, um damit zu spielen, aber naja. Das Zeitenrad müsste halt enorm genervt werden. Allgemein, es gibt halt auch so Sachen wie Drachennebel und so. Also die Skills sind halt sehr unausgewogen. Also das Balancing bei dem Spiel ist schon ein bisschen grenzwertig an manchen Stellen. Das ist nicht super schlimm oder so. Es sind halt bestimmte Skills und so, wo das problematisch ist. Und das Zeitenrad an sich, ich meine, 11 Anwendungen sind halt auch extrem. Ich meine, WTF, dass du mal einen Fehler korrigierst, wenn jemand einen Crit abbekommt oder so, finde ich eigentlich ganz nett, ist okay. Aber man muss es echt nicht übertreiben, ganz im Ernst. Ich gehe mal weiter. Mal sehen, was noch kommt. Wenn ich jetzt hier auf A drücke. Wir können speichern. Dann tun wir uns keinen Zwang an. Machen wir das doch mal. Wappen erhalten, ein neues Zeitalter für den Helden, der die Ära der Götter beendet und eine neue Zeit einläutet. Ruhmreicher Eroberer. Für Ruhm nicht nur in Valentia, sondern in der ganzen Welt. Es lebe das Leben. Für das Überleben zahlreicher harter Schlachten und die Freude am Leben. Valentias Triumphator für das Durchstehen einer extrem schwierigen Situation. Fire Emblem für einen, der gelernt hat, was es heißt zu regieren. Oh, eine ganze Menge an Symbolen haben wir bekommen. Ach cool, jetzt sind hier beide am Titlescreen zu sehen. Ach schön, das ist ja auch ein nettes Detail. Ich nehme mal an, der Soundroom ist jetzt ganz regulär auch erhältlich, ne? Ohne genau, das Musikzimmer ist jetzt normal da. Theater und so auch. Das kann man ja über die geheime Tastenkombination auch freischalten, wenn man möchte. Das habe ich euch irgendwann mal gezeigt. Ich will jetzt einfach mal ganz kurz reinschauen. Na? Ein Handelsschiff aus fernen Landen ankert im Hafen von Sofia. Okay, und das spawnen auch Gegner und so. Alles klar. Aber wir sind jetzt praktisch alle auch vereint, ne? Boah, cool. Schaut euch das an. 37 Charaktere, awesome, oh mein Gott, ich liebe es. Huhu, und ich kann meine DLC-Charaktere und so jetzt auch ein bisschen nutzen und so. Ah ja, ich glaube, ich werde erstmal ein paar Leute dann wirklich offscreen jetzt erstmal noch weiter trainieren und so. Habe ich jetzt irgendwie voll Bock drauf. Das klingt eigentlich nach einem super Plan. Und dann können wir uns natürlich auch alsbald DLCs und so weiter widmen. Haben wir echt irgendwelche neuen Erinnerungen oder so noch bekommen? Hätte ja sein können, nö. Okay. Ich glaube auch, ich habe bestimmt noch irgendwo eine übersehen oder so. Ich glaube, es gibt eine Medaille für alle. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es wäre so. Deswegen muss ich nochmal nachschauen. Kann auch sein, dass man die erst jetzt dann bekommen kann. Weiß ich nicht genau. Einfach mal auf dem Schirm halten, das Ganze. Haben wir eigentlich noch irgendwelche offenen Quests? Kann ich da noch was abgeben? Oder ist jetzt praktisch alles abgelaufen? Weil das wäre auch ein bisschen schade. Da drüben hatten wir die Stahllanzen-Quest zum Beispiel. Ah ja, die ist noch offen. Das sieht man an dem Icon unten. Sehr gut. Ansonsten
Leute, würde ich sagen, dann lassen wir es auch gut sein. Ja, hier sind noch zwei offen. Können wir ein Drakoschild uns zum Beispiel craften lassen. Das will ich unbedingt auch noch machen. Ja, Leute. Super. Die Gruppe ist vereint. Das freut mich. Und ich kann mir jetzt auch endlich diese ganzen Mistgabeln und was weiß ich holen, damit man Leute umtrainieren kann zum Beispiel. Super Sache. Da habe ich auch schon ein paar Dinge auf dem Schirm, was ich unbedingt ausprobieren will. Das werde ich jetzt alles dann auch so in Angriff nehmen. Aber ich finde halt ganz im Ernst, Leute, das ist halt meine Meinung so. Hätte ich jetzt auch noch Mistgabeln genutzt fürs Finale. Ich finde halt, das Spiel ist sowieso schon super leicht. Aber dann kannst du halt einfach, du kannst halt Minimum 38 Level-Ups noch zusätzlich generieren. Je nachdem, ob du eine zweistufige oder dreistufige Entwicklung hast, ne? Das ist schon enorm. Ich meine, du kannst halt jeden Charakter total broke machen. Wenn du jetzt die Mistgabeln davor nimmst, dann kannst du ja das Finale bestimmt auch in, naja, 3-4 Zügen abschließen. Wobei ich denke, durch eine Teleportkette könnte man das bestimmt auch in 2 Zügen schaffen mit guten Crits gegen Duma. Könnte möglich sein. Ist davon abhängig, ob bei Duma das Feld davor frei ist oder nicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher am Anfang. Oder ob das komplett von Mogals besetzt ist um ihn. Aber kann ich mir gut vorstellen. Und mein anderes Save-File ist ja praktisch ein richtiges Speedrun-Save-File, kann man schon fast sagen. Da werde ich jetzt fleißig weitermachen auch noch. Habe ich jetzt auch Bock drauf. Da kann ich dann da auch nochmal das Spiel durchspielen. Sozusagen die ganz schwere Variante, komplett ohne Farming und ohne optionale Charaktere. Bin ich mal gespannt, ob sich mein Fazit noch ein bisschen ändert, wie es dann so ist. Aber bisher, wie gesagt, schwierigkeitstechnisch ist das Spiel halt wirklich sehr leicht gewesen bisher. Also durchgehend eigentlich. Eins der leichtesten Fire Emblem-Spiele aller Zeiten. In meinen Augen. Aber mal sehen. Muss ja auch nicht unbedingt so schlecht sein, ist das andere. Ist auch nicht so schlecht, wenn so ein Remake, sag ich mal, noch ein gutes Stück einsteigerfreundlich ist. Aber den Extremschwierigkeitsgrad vermisse ich wirklich. Den hätten sie ruhig reinnehmen können. Aber gut. Ich meine, Milas Zeitenrad ist halt wirklich so. Es ist eine gute Mechanik an und für sich, aber man muss sie halt nerven. Ein bisschen zurücksetzen und so, dann klappt das, denke ich, auch ganz gut. Das ist dann eine feine Sache. Kannst auch sowas machen, dass zum Beispiel diese RNG-Abuse, was ich jetzt gemacht habe, gar nicht möglich ist. Also, dass du praktisch den Zufallsgenerator, der auch für Crits und so zuständig ist, immer wieder mit neuen Zufallszahlen befüllst, indem du einfach irgendwas anders machst und dann nochmal dieselbe Aktion probierst. Wenn du das zum Beispiel auch rausnimmst und so, dann ist das um einiges nochmal fairer in dem Zusammenhang, dass du praktisch wirklich nur Leute retten kannst dadurch. Und dann auch wirklich vielleicht maximal 3-mal oder so, und dann klingt das eigentlich um einiges besser. Aber wenn ich 11-mal, auch wenn ich will, nochmal komplett zurückspulen kann, ist das einfach broken. Genauso wie manche Skills halt im Spiel. Aber gut, Leute. Es ist ein fantastisches Spiel und ich habe mega viel Spaß bis jetzt gehabt. Und natürlich wird der Spaß nicht aufhören mit DLCs. Und wer weiß, was jetzt da unten uns noch erwartet. Vielleicht wird das auch noch richtig lang. Wer weiß, wer weiß. Ich freue mich richtig drauf. Es ist nicht, was ich da zu erwarten habe. Aber coole Sache. Leute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt dran. Noch sind wir nicht fertig. Wir haben zwar das Finale gesehen und das Ende, aber die LCs. Bis bald, Leute.